Ah, nein, Hilfe! Lass mich in Ruhe! Hä? Wo ist denn der hin? Komisch. Katztastisch begrüße ich euch zu Lego Ninjago Wu-Crew hier auf dem Katze-Kinderkanal. Folge 9, auf geht's in den Wald. Oh ja, ich bin wieder unterwegs. Hier ist Katze, wie man sehen kann. Unsere Aufgabe ist es, die Gegner mit Spinjutsu-Kräften zu bezwingen. Und natürlich ist auch Zane dabei. Seit kurzem ein Teil unserer Bande. Und ich glaube, wir kriegen das heute gut hin. Dass wir gut durchkommen. Und oh, ja, 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 haha, Moment mal, nicht so hastig, mein Lieber. Nein, 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 ungeschworen kommst du mir nicht davon. Ey, wow, wow, ziemlich hartnäckig. Hey, was soll das denn? Ich nehme euch in einzelne Lego-Bauteile auseinander. Na, kommt her, ihr komischen Schlangenritter. Oder Schlangenpiraten, Schlangen-Ninjas, wie auch immer. Hier haben wir einen Kristall, den machen wir kurz einmal kaputt. Und da ist nur eine Falle. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Lego Ninjago gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir einfach, dass ihr große Fans der Spieleserie seid. Und Achtung, da oben sind zwei. Und zack, oder? Boah, ich dachte schon. Tja, Leute haben wir nicht. Und wir haben auch nicht die grüne Spinjitsu-Kraft. Deswegen müssen wir diesen Bereich leider erst einmal ignorieren. Aber was soll's, wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. Vielleicht ein andermal. Irgendwann ist die Zeit gekommen. Aber vorerst nicht. Hier haben wir einen Kristall, den kann natürlich unser lieber Freund Zane zerstören. Und eine Kiste. Die dritte Kiste kriegen wir leider nicht, die ist ja versteckt. Aber dafür hier noch ein Dark Matter Kristall. Und damit würde ich sagen, Chapeau, Chapeau, wir haben es geschafft. Yay! Seid ihr eigentlich schon weiter als ich? Schreibt das doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Also ich bin auf jeden Fall ganz froh. Oh, Levels mit diesem Symbol beinhalten eine Truhe mit einem Fahrzeugteil. Zane erläutert, dass die Dark Crystals ihn geschwächt haben und dass die Serpentinen durch sie feindselig wurden. Der Rest der Ninja muss aufgespürt werden. Master Wu, das tun wir doch bereits. Wir machen uns auf den Weg und schaut mal... Zane ist ein Level aufgestiegen, in dem wir wahrscheinlich einen Kristall in seiner Farbe kaputt gemacht haben. Das ist natürlich gut zu wissen. Zane, wir wechseln mal direkt zu dir. Achtung, da sind Schlangen, die blau sind. Oh, ach, hier müssen wir einfach nur alle Gegner besiegen. Okay, das sollte kein Problem sein. Im Fall der Fälle haben wir noch unser Spinjitsu, ansonsten sind wir natürlich vorsichtig. Wow, okay, Spinjitsu Power, wuhu! Oh weia, also Zane mit dem Spinjitsu ist schon ziemlich verdächtig cool, muss ich sagen. Ich glaube, viele von euch, das habe ich auch letztens in den Kommentaren gelesen, schon auch in einem anderen Lego Ninjago Spiel, das ich auf der Nintendo... Ne, Quatsch, nicht auf der Nintendo Wii U, sondern auf der Xbox gespielt habe. Das Spiel gibt's aber auch auf der Nintendo. Da haben viele von euch geschrieben, Zane ist mein Lieblingscharakter. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich fand Zane jetzt nicht so cool. In dem Spiel ist er viel, viel cooler. Aber ich bin ja eher so der große Fan von Kai und Cole. Das sind so meine zwei Lieblings-Ninjas. So, oh, da brauche ich Jay, okay. Jay ist leider nicht da. So, jetzt wird hier einfach mal die Falle deaktiviert. Und, oh, da brauchen wir auch einen Blitz. Haben wir leider nicht. Oh nein, mir fehlt ein Gegner und der ist hinter dieser Tür. Hallihallo, kannst du irgendwie hierher kommen? Kann ich den von der Seite irgendwie abschießen? Ich meine, ich habe ja nicht umsonst meine Ninja-Wurfsterne. Oh nein, das klappt nicht. Ach, Pustekuchen. Na gut. Teppichtörtchen, lass uns weiterspielen. Teppichtörtchen, yay! Na gut. Ist ja auch nicht so schlimm, ist ja auch nicht so tragisch. Wenn das wichtig ist, kehren wir einfach nochmal in die Level zurück. Das werden wir teilweise auch machen für Level, wo es noch Fahrzeugteile oder Gegenstände gibt. Bergwildnis. Gut, machen wir weiter. Nächstes Level, neues Glück, Goldtruhe. Die schnappen wir uns, denn wir sind der gelbe Ninja mit der blauen Maske. Freunde nennen mich auch Katze. Die oder der Ninja-Meister. Oder Rin, Ninja-Meisterin, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Spiel... Ich meine, in dem Spiel wechsle ich ja ständig das Geschlecht. Mal bin ich männlich, mal bin ich weiblich. Ich mache das jetzt mal abhängig vom Lego-Kopf, den ich wähle. Das kann ich ja immer wieder tauschen. Ach, Herr Jemine. Ah, nein, Hilfe! Lass mich in Ruhe!
Wo ist denn der hin? Komisch. Ist er da etwa runter? Ich guck mal nach. Aha, da bin... Au! Tja, leg dich niemals mit Zane an. Und weiter geht's. Da haben wir einen Gong. Lasst uns mal gongen. Bong. Ding dong. Da bongen wir Eis. Autsch. Sehr gut. Wir haben Zane da. Achtung, ist da jemand? Oh. Oh, das sind so viele Leute. Ich meine, so viele Gegner, so viele Schlangen. Hilfe! Wollt ihr lieber meinen Spinjitsu spüren? Ich merk schon. Das hört hier gar nicht mehr auf. Spinjitsu! Yay! Und zack. Sehr gut. Das war ein sehr, sehr guter Lauf, wenn ihr mich fragt. Aber ziemlich viele Schlangengegner. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich meine, es ist ein Spiel für Kinder. Am Anfang fand ich das Spiel dadurch, dass man noch nicht so stark ist und erstmal seine Fähigkeiten verbessern muss, nicht so einfach. Und jetzt, nachdem ich so stark geworden bin und alles verbessert habe, bin ich fast schon zu stark. Also das Spiel ist keine Herausforderung mehr, zumindest für mich. Aber mich würde natürlich interessieren, wie ihr das seht, denn das Spiel ist natürlich für Kinder gedacht. Und ich glaube, Kinder haben hier eine große Motivation, weil man kann echt so viel spielen, so viel entdecken in dem Spiel. Und, was ich ganz besonders finde, das Spiel ist kostenlos. Also von mir eine der klarsten Empfehlungen für eine App für Kinder. Wirklich, ehrlich, kein Scherz, weil die App ist kostenlos. Man kann so viele Level spielen. Unglaublich, die Karte ist gigantisch groß. Da ist man Monate beschäftigt. Ach so, nee, wir haben noch nicht alles verbessert. Das stimmt, da fehlt noch was. Auf jeden Fall sind Kinder da Monate beschäftigt, haben eine große Langzeitmotivation. Vor allem wird ja die Geschichte immer vorangetrieben. Das habe ich am Anfang nicht ganz so, das bin ich nicht ganz so nachgegangen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also für alle Ninjago-Fans, vor allem für Kinder, am Anfang nicht gerade leicht, wenn man noch nicht die Verbesserungen hat für die Kräfte, aber allein durch die Spinjitsu-Kraft kann man so leicht die Level schaffen. Einfach Spinjitsu einschalten und zack, alle Gegner plätten. Kein Problem. Und mit etwas Übung kann man auch ohne Spinjitsu gut gegen die Ninjas kämpfen, also gegen die anderen. Sei es natürlich versteckt hinter dem Rücken und sie dadurch dann direkt bezwingen oder aber durch die direkte Konfrontation, da ist es auch nicht schwierig. Man muss einfach nur drauf tippen und dann im richtigen Moment in der Konfrontation, in der eigentlichen, auf den richtigen Bereich drücken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach. Lass uns also weiterspielen. Ich habe mich etwas verändert, während ich hier gesprochen habe. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe jetzt langes Haar, ein weibliches Gesicht und ich besitze das Feuer-Spinjitsu. Mal gucken, ob das jetzt die richtige Wahl war. Hey, 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 hey. Dafür habe ich das Erz-Spinjitsu nicht mehr. Ich hoffe, ich brauche das jetzt nicht zufällig in dem Level. Das wäre jetzt ziemlich traurig und ein, ja, schlechter Zufall, sage ich jetzt mal. Und, oh, was brauche ich da oben? Ich glaube, da oben brauche ich Wasser, wenn ich das richtig sehe. Wir schauen gleich mal. Da oben warten zwei Kollegen auf mich. Den habe ich dir... Oh, schaut mal, wer da liegt. Da liegt Cole. Wir holen gleich Cole. Cole ist einer meiner Lieblinge. Cole ist einer meiner Lieblinge. Cole. Cole. Entschuldigung, ich freue mich einfach. Cole! Cole, da bist du ja. Hey, alles klar bei dir? Ich habe gerade ein bisschen gechillt. Das heißt, du hast dich entspannt? Ja, und dabei Musik gehört. Wow, nicht schlecht. Kann man mal machen. Ich weiß. Komm, lass uns ins Ziel und diesen Dark Matter-Kristall zerstören. Ja, gesagt, getan. Sehr gut, und ich glaube, wir haben alles. Ah, nee, eine Kiste fehlt mir. Klar, das war hinter der Wand, die nun Nia öffnen kann, beziehungsweise ich, wenn ich das Wasser-Spinjitsu habe. Und habt ihr gesehen, ich habe ein sehr altes Gesicht gewählt, übrigens. So, Moment mal, ich will noch Cole im Team haben. Hier, Ninja hinzufügen. Achtung, Cole. Oh, Cole erreicht direkt mal Level 2. Weil ich mit ihm ja schon mal einen braunen Kristall zerstört habe. Also nicht mit ihm, sondern ich selbst. Oh, ja, Graslandweg. Das ist das... Oh, jetzt habe ich das den Text von unserem lieben Wu nicht gelesen. Master Wu. Und schaut mal, ich kann jetzt oben zwischen mir selbst, also ich bin ja der gelbe Ninja, zwischen Zane und zwischen Cole wechseln. Das ist ja mal cool. Wir haben Cole im Spiel. Oh yeah, das bin ich, Jungs und Mädchen. Pam! Nicht schlecht. Cole finde ich cool. Warum hat er denn so eine komische Waffe? Hat er,
Hat er im Lego Ninjago Spiel, das ich auf der Xbox gespielt hatte, nicht eine andere Waffe? Hatte der nicht so einen Hammer oder sowas? Also, da haben sie also ein bisschen was verändert. Oder aber das Spiel kam vor dem Nintendo und Xbox Spiel und PlayStation auch. Dann hat sich das Spiel eben etwas anders orientiert. Aber wer sich von wem inspiriert hat und wer nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ich finde eher interessant, wo wir hier geraten sind. Also dieses Level ist echt verrückt, muss ich sagen. Naja, wir beobachten das Ganze einfach mal. Früher oder später finden wir es heraus. Irgendwas. Was auch immer das sein mag. Naja. Okay, also weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Cole ist auf jeden Fall unterwegs. Und wird hier hoffentlich alles lösen können. Mal sehen. Wir haben hier einen blauen Kristall. Natürlich mal wieder ein Kristall für Jay. Achtung! Direkter Angriff. Autsch! Du Frechdachs, nimm das. So, ja, das ist ein Kristall. Nicht für Zane. Sieht eisig aus, aber die Eiskristalle sind ziemlich hell. Also fast schon weiß. Und die Kristalle von Jay sind eher bläulich. Also wie dieser Kristall gerade eben. Gut, kein Problem. Wir gucken einfach mal weiter. Aber wir haben soweit schon alles. Und ich meine, oben hatten wir einen Bereich für Cole. Also auch passend. Schalter betätigen. Und raus aus dem Level. No, was? Lloyd? Wir haben schon Lloyd gefunden. Also, das geht ja echt schnell heute. Holztruhe. 2 von 2. Und, hallo Lloyd, wie geht's dir? Ah, mir geht's ganz gut. Ah, okay, okay, okay. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Das freut mich sehr. Doch, wo geht es jetzt weiter? Das ist hier die spannende Frage. Bevor Cole ohnmächtig wurde... Oh, Moment, jetzt habe ich nicht auf den Text geachtet von Master Wu. Ist ja auch nicht so schlimm. Und damit bekommen wir auch direkt Lloyd ins Team. Das heißt, wir haben nur noch Platz für einen weiteren Ninja. Bevor Cole ohnmächtig wurde, hört er noch, wie die Serpentinen herumgelaufen sind und sagten... Ha, 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 ha. Okay, schaut mal. Jetzt können wir zwischen 4 Ninjas wählen. Welcher der 4 Ninjas, die wir gerade im Team haben, ist euer Lieblingsninja? Ich hoffe, ihr sagt alle, dass ihr den gelben Ninja am besten findet, denn das bin ich. Okay, wir müssen nochmal zurück. Der Schalter ist unbetätigt. Nochmal betätigen. Die Tür ist für eine kurze Zeit offen. Schnell sein lohnt sich daher. Na hoppla. Und da unten warten schon die nächsten Schlangengegner auf uns. Na, da wollen wir denen doch mal zeigen, wo hier der Hammer hängt. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr, sehr gut. Was haben wir da unten? Okay, und zack. Sehr schön. Achtung. Da oben, da oben, da oben. Und zack. Haha, unbemerkt. Und vor allem müsst ihr mal drauf achten, wenn man unbemerkt jemanden bezwingt, dann zieht das sogar mehr ab, also rein von der Höhe des Schadens. Weil am Anfang mussten wir ja mehrmals drauf klopfen auf die Gegner, bis sie kaputt gegangen sind in Lego-Einzelteile. Aber jetzt bin ich natürlich so stark, dass es gar nicht mehr notwendig ist. Was haben wir hier? Wieder ein Kristall für Jay. Und ich meine, ja, Lloyd, hey, Mensch, mit dir haben wir gerade gespielt. Ich rede so viel, dass ich gar nicht merke, dass ich zwischen den Charakteren teilweise wechsle. Oh, auf jeden Fall ist das wieder fabelhaft gelaufen und ich hoffe, euch ergeht es im Spiel genauso. Bevor Cole ohnmächtig wurde, hörte er noch, wie die Serpentinen vor der Wiedergeburt des Great Devovers sprachen. Finde weitere vermisste Ninjas. Okay, vielleicht finden wir einen vermissten Ninja noch im Wald. Bewachte Truhe. Eine. Eine goldene bewachte Truhe. Und ich sehe auch schon, wo sie sich befindet. Und zum Glück haben wir Cole dabei, denn Cole kann da rein. Cole kann da rein. Hallo, ich bin's. I-Beams, der Cole. Warum erzähle ich Cole? Ich meine Lloyd. Achtung, Achtung, Achtung. Direkte Konfrontation. Direkte Konfrontation. Spin-Jitsu in grün. Sehr schön. Das ist gut gelaufen. Da unten ist eine Holztruhe. Mal gucken, was sich darin befindet. Aha. Gar nicht so viel. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht von der Truhe. Gut.
Ein wahrer Ninja ist trotzdem immer auf der Hut und weiß ganz genau, wann er sich nach links, wann nach rechts, wann nach vorne und wann nach hinten bewegen muss und wann er sich auch manchmal hinter einem Busch tarnen muss. So wie jetzt zum Beispiel. Oh nein, sie haben mich bemerkt. Spingy to Power. Klarer und kurzer Prozess. Bewachte Truhe gefunden. Da war ganz viel Gold drin. Ganz viel Gold. Nehmen wir alles mit. So, was haben wir noch? Da ist schon wieder jemand. Jay! Jay, wie geht's dir? Hey! Alles klar bei euch? Ja, und bei dir? Alles bestens. Wollen wir das Level beenden und den Dark Matter Kristall zerstören? Nichts lieber als das. Kadabum Bam! Oh yay! Ha! Jay ist im Team. Sehr toll. Das finde ich super. Gerne, gerne noch mehr. Wie viele Ninjas fehlen denn noch? Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, fehlt nur noch Kai. Ah ja, und Nia. Dann haben wir alle. Zumindest diese Hauptcharakter. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich glaube nicht. Nee, es fehlen noch zwei. Hier steht es Kai und Nia. Dann haben wir alle. Okay, cool. Jay, du bist jetzt bei uns. Schaut mal, in einer Folge, in der heutigen Folge, Folge 9, kriege ich zack super viele Ninjas dazu. Okay, die Wirkung der Dark Matter Kristalle lässt nach, sagt der liebe Jay. Das hat er jetzt so herausgefunden. Jay, danke. Das finden wir interessant. Und schaut euch mal oben die Leiste an. Noch mehr Ninjas zur Auswahl. Schade, dass ich Nia und Kai nicht auch mitnehmen kann. Das heißt, es wird mir immer ein Element fehlen. Denn eines der Elemente habe ich ja selbst als gelber Ninja. Das heißt, ich nehme das, was fehlt, zum Beispiel das von Kai oder das von Nia. Aber ein Element wird mir immer fehlen. Das heißt, es kann durchaus später mal sein, dass wir ein Level betreten, wo es eine Tür gibt, wofür ich kein Element habe. Schade, schade, schade. Aber, was soll's, das ist nun mal so. Da können wir jetzt auch nichts tun. Gut, wir bleiben vorsichtig und beobachten das Ganze weiterhin. Wer weiß, was wir noch alles entdecken. Hier mit Cole. Der Cole macht da auch. Zack, boom, bam und schaut sich das Ganze mal an. Da freut er sich, der liebe Cole. Cole ist unser bester Freund. Cole, ich mag dich sehr. Du bist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich hoffe, du hast auch ein paar Cole-Fans da draußen. Schreib doch mal Hashtag Cole ist toll. Cole ist toll, meine ich. Wenn ihr Cole genauso toll findet wie ich. Und ich schreibe jetzt gedanklich, ich nehme ja gerade das Video auf, das heißt, ich kann ja nicht kommentieren. Ich schreibe gedanklich auf Cole ist toll. So, genug gequasselt. Was haben wir denn noch im Spiel? Jay, pass auf dich auf. Man weiß nie, was einen hier erwartet. Irgendwo im Nirgendwo. Hey, was macht denn der da? Hey, ich tanze, schaut mich an, ich bin ein großer Tänzer. Hey, Schluss mit lustig. Aua, ich wollte noch weiter tanzen. Entschuldigung, nichts für ungut. So, Spinjitzu Elektro, wow. Also ich muss sagen, Jays Spinjitzu sieht am allerbesten aus, wenn ihr mich fragt. Oh, mit Zen, aus dem Hinterhalt. Ha, ein Ninja-Wurfstern geworfen. Ziemlich praktisch, man muss sich einfach in einem Busch verstecken und dann auf einen Gegner tippen. Zack, wirft Zane automatisiert, das heißt ohne etwas zu tun, einen Wurfstern. Also was heißt ohne etwas zu tun? Ich meine, man tippt ja auf den Gegner. Zack. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir den Bereich. Lloyd, du hast es einfach auf den Kasten. Und es gibt eine Belohnung, eine Kiste für... Hä? Eine Kiste? Wir haben irgendwo eine Kiste verpasst, das gibt's ja nicht. Da hatte ich meine Augen wohl nicht weit genug offen. Zu Jays Überraschung, stell dir fest, dass deine Nähe die Wirkung der Dark Crystals rückgängig gemacht hat. Suche Kai, der scheint irgendwo in der Nähe zu sein. Und ein Eis zu essen. Okay, Master Wu, das werden wir. Erstmal sage ich danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Ninjago rechts und gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zum Video. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt und dann auf Abonnieren. Das würde mich unheimlich freuen. Also, bis zum nächsten Mal.